Huhu, ihr Lieben, ich heiße euch willkommen zu einer weiteren Runde The Forest, eine neue Staffel, die wir beginnen. Aufgrund meiner neuen Hardware hat es mich in den Fingern gejuckt, dass ich jetzt natürlich auch erstmal mein absolutes Lieblingsspiel spielen muss. Ich habe die Auflösung, die Grafiken, alles hochgeschraubt, was geht. Und schauen wir mal, was uns denn Schönes erwartet diesmal. Zuallererst packen wir mal das Büchlein weg. Das hat er jetzt ausgelesen, der liebe Timmy. Nach dem ganzen letzten Stress gönnen wir beide uns jetzt mal hier in Urlaub. Und, oh, eine Durchsage. Okay, wir sollten uns mal festhalten. Da wird es ein bisschen ungemütlich. Wahrscheinlich ein kleines Unwetter oder... Ach nee. Das sieht ein bisschen schlimmer aus wie ein Unwetter. Oh wei. Timmy, ich halte dich fest, Timmy. Was passiert hier? Wir stürzen ab. Nicht schon wieder. Und wir sind wieder auf einer Insel. Und wieder in einem Wald, wie es aussieht. Au. Wir sehen einen roten Mann. Ey, nicht schon wieder, Timmy. Nicht, nee, nimm Timmy nicht schon wieder mit. Ich will doch nicht schon wieder alles. Och, ja. Und so wiederholt sich die Geschichte immer wieder. Wir finden dich, Timmy. Wie jedes Mal. So, wir sind angekommen. Wir müssen einmal kurz den Überblick kriegen. Wir sind blutverschmiert. Wir haben Hunger. Wir haben kaum Energie. Wir werden erstmal schnell was essen. Suchen mal hier das ganze Loot zusammen, was hier rumliegt. Unter anderem Medikamente und Sodadosen. Ein paar Alkoholflaschen sind auch noch dort. Die können wir auch gebrauchen. Für später. Hier gucken wir mal, hier ist noch Essen, hier vorne liegt auch noch ein bisschen Futter und damit sind unsere Werte wieder gut hergestellt. Wir haben uns die Axt genommen, die in der Stewardess gesteckt hat, werden uns jetzt hier mal ganz schnell zwei Sticks ernten, um uns ein Speer zu bauen, den wir dann auch gleich schnell belegen, damit wir den immer zur Hand haben. Denn der Speer macht sich besser zum Looten für Koffer. Und fangen mal an, schon mal die ersten Koffer einzusammeln, bevor wir uns einen Überblick verschaffen, wo wir denn gelandet sind. Es ist ja auch ein bisschen so die Zeitfrage, dass man hier sich nicht allzu lange aufhält am Flugzeug. Die Kannibalen haben es auch mitbekommen, dass hier etwas abgestürzt ist. Sie haben es auch gesehen. Sie werden hier vorbeikommen. Sie werden schauen, was los ist. Und deswegen werden wir so schnell wie möglich alles einsammeln an Koffern, was wir hier finden. Auch Sticks, wenn sie nebenbei rumliegen, gleich mitnehmen. So. Wir spielen im Normalmodus. Das bedeutet, wir haben ziemlich viel Loot, können also viel sammeln. So. Sticks haben wir voll. Hier liegen noch mehr Koffer rum. Alles mitnehmen. Erstmal. Wir wissen auch nicht, wann wir hier zurückkommen. Wir müssen auch dran denken, wenn wir einen See finden, dass wir kurz mal ein bisschen baden gehen, denn wir sind noch blutverschmiert. Das ist nicht gut. Dann bekommt man eine Infektion. Die kann man zwar mit Aloe Vera ziemlich schnell wieder heilen. Jetzt finde ich hier die ganze Zeit die blöden Tennisbälle, Mensch. Schokoriegel. Stoff ist ja in jedem Koffer immer ein Fetzen drin. So, und damit haben wir die ganzen Koffer alle geöffnet, hoffe ich doch. Wir haben keinen übersehen. Wir werden zusehen, dass wir uns jetzt mal einen Überblick verschaffen, wo wir sind. Wenn ich ein freies Stück sehe am Himmel, wo keine Bäume sind, renne ich immer erstmal hin und gucke. Und ich vermute mal, wir sind an der... Ja, wir sind an der Ostküste. So wie das aussieht. Und zwar da unten sind die Landzungen mit der... Da kann man ein bisschen angeln, da kann man auch runtergehen. Das ist so Richtung Yacht hier geradezu. Aber ich würde auch gar nicht sagen, dass wir jetzt in die Richtung Yacht laufen. Wir laufen mal in die andere Richtung. Da haben wir es ein bisschen ruhiger, Richtung Süden. Das ist gar nicht Richtung Süden, das ist jetzt Richtung Osten. Das hier ist die Südküste, Entschuldigung. Das ist die Südküste unten auf der Map an der Insel. Wir begeben uns mal jetzt nach Osten. Oh, wenn wir eine Echse sehen, nehmen wir sie natürlich mit. Wir brauchen ja noch ein bisschen was zu futtern für heute Abend.
müssen mal zusehen, dass wir jetzt auch dann langsam, jetzt gibt es noch ein Gewitter. Das heißt, wir werden gewaschen. Dann brauchen wir nicht mehr baden gehen. Ein Hase, den würde ich mir auch ganz gerne erlegen, aber den kriege ich nicht mit dem Speer. Da ist dann Pfeil und Bogen doch ganz gut. Kommen wir später noch zu. So, wir sind einmal hier angekommen, wo ich hin wollte. Hier ist die kleine Meereseinbuchte, also die Meeresbuchte, wo das Meer sich hier so ein bisschen reinschlängelt ins Land und sich erweitert. Und hier wird ein Fluss draus. Und da drüben haben wir unsere Hasen- und Bäreninsel. Und dort haben wir es relativ ruhig. Ich campe eigentlich immer da oben auf der Klippe ganz gerne. Da hat man seine Ruhe, da kann man in Ruhe erstmal bauen, sich ein bisschen häuslich niederlassen. Ein schönes Häuschen bauen, einen Garten, sich Vorräte anlegen. Und wenn man ein bisschen mehr Spaß will, muss man halt hier unten bleiben. Und wir werden mal weiter vorne hingehen, wo wir die Kannibalenhütchen haben und den kleinen See. Wobei eigentlich hier auf der kleinen Anhöhe wäre es auch schön. Nicht so weit weg von den Bäumen dort. Und da drüben haben wir auch noch ein paar Bäume. Man könnte auch unten auf die Ebene gehen, zwischen den ganzen Steinen. Ne? Das wäre auch schön. So ein Häuschen am Fluss. Ja, wollen wir das machen? Dann bleiben wir hier. Mal kurz ein paar Beeren essen, damit wir Samen auch sammeln können. Ja, ich würde sagen, ist doch wie prädestiniert für ein Häusle hier. Dann bauen wir uns mal einen kleinen Unterschlupf für die Nacht. Oder zumindest schon mal ein provisorisches Lager. Was ich immer ganz gut mache, ist immer erstmal der Jagdunterstand. So. So ein kleiner Laubhütte ist zwar auch gut zum Speichern erstmal etc. pp., aber man hat halt den Nachteil, dass man den nur einmal schlafen kann und dann geht die kaputt. Und deswegen ist dann der Jagdunterstand doch schon besser geeignet. Wir bauen uns jetzt mal die wichtigsten Sachen erstmal hier hin, die wir brauchen. Ne, eine Bank ist jetzt, hört sich erstmal nicht so wichtig an, ist aber wichtig, denn wir frieren abends, wenn wir nass sind und das möchte ich vermeiden, wenn wir am Feuer sitzen. Wir werden die mal hier oben hinsetzen. So. Das ist vielleicht ein bisschen nah am Feuer. Wenn man aufsteht, rennt man rein. Auch schon passiert. Alles schon vorgekommen. So. Hier ist das Feuerchen und dann gehen wir mit der Bank mal hier hin. So. Okay, das sieht schon besser aus. Was wir jetzt noch brauchen, ist eine Futterstange, dass wir unser Futter aufhängen können. Ich habe auch ein paar Sticks bei, dann kann man die gleich fertig bauen. So, und dann hängen wir nämlich gleich mal unseren Lurch auf, den wir gefangen haben. So, wunderbar. Dann müssten wir mal anfangen, ein bisschen was fertig zu bauen hier. Wir müssen dann gleich mal noch Baumstämme besorgen für den Jagdunterstand, damit der erstmal steht. Und dann können wir nämlich auch speichern, was ja immer ganz wichtig ist. Ein bisschen Laub fehlt uns auch noch, ein paar Blätter. Die kriegen wir nebenbei, wenn wir Stickies sammeln. Das machen wir jetzt hier auch nochmal. Wir holen jetzt nochmal ein paar Stickies nach. Ja, mit dem Speer macht sich das nicht so gut. Vielleicht sollte man erstmal die Feuerwehr-Axt nehmen hier, die Flugzeug-Axt. Und die legen wir uns mal hier auf die Taste 2. Und dann fällen wir uns mal schnell zwei Bäume für unseren Jagdunterstand. Ja, mit der Axt dauert das noch ein bisschen länger. Wir werden uns dann noch eine moderne Axt besorgen. Dann haben wir das nicht ganz so lange, um so einen Baum umzuklatschen. Aber erstmal müssen wir damit Vorlieb nehmen, dass man hier wie ein Blöder auf diesen Baumstamm einhämmert und irgendwann fällt er dann auch mal um. So, und diesen hier nehmen wir uns mit. Da haben wir noch Blätter. Oh, wir haben eine neue Pflanze entdeckt, schreibt er uns. Das wird der Chicorée sein da vorne. Den werden wir jetzt auch gleich noch mitnehmen. Da können wir später einen Energy- oder Ausdauermix draus machen. So, hier noch Chicorée. Den nehmen wir mit. Hier mal Chicorée, 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 Chicorée. So. Und jetzt müssen wir die ganzen Baumstämme erstmal schnellstens in unser Speicherpunkt bringen hier. So, noch ein paar Steine ablegen. Wir brauchen auch noch ein paar Stickies für den Jagdunterstand. Da ist schon Hase. Da kommen wir auch noch hin. Hasen jagen. So, Chicorée nehmen wir auch gleich wieder mit. Oh, verdammt, mal ein paar Beeren.
paar Blätter nehmen wir noch mit hier. So, unser Lagerfeuer. Stickies holen wir uns ja auch noch vorne in den Wald dann gleich. Das sind noch am See, da sind noch genug Stickies. So, hier noch schnell die. Dann haben wir das Lagerfeuer schon mal fertig. Jetzt holen wir noch uns die letzten zwei Baumstämme ran hier. Und damit müssen wir unseren Speicherstand dann auch schon fertig kriegen. Und den einen letzten, der übrig bleibt, den packen wir uns dann in unsere Bank. So, wo Stickies brauchen wir noch. Die besorgen wir uns hier vorne. Ja, die Ausdauer, mein Freund. Am Anfang ist die nicht so rosig. Da ist er ziemlich schnell außer Puste. So, wir gucken mal, was hier noch so rumliegt an Stickies. Wir nehmen auch gleich Steinchen noch mit, dass wir Steinchen wieder voll haben. Hier ist noch Ringelblumen. Ringelblumen nehmen wir auch mit. Die brauchen wir für den Heals-Mix, also für die Heilungsmischung. Chicorée haben wir jetzt voll. Und damit widmen wir uns jetzt mal den Sticks. So, hier nehmen wir noch Sticks mit. Da ist noch ein bisschen von dem Marigold auf Englisch, also Ringelblume. Na komm, nimm doch mal die Sticks jetzt bitte, Baby. Danke. So, Sticks haben wir voll. Wir nehmen noch ein paar Büsche mit für Blätter. Stoff war hier noch drin gewesen. Dann haben wir ja erstmal gut geplündert und gehen mal wieder zurück. Wir bräuchten noch einen Baumstamm für unsere Bank. Deswegen werden wir uns hier mal einfach mal schnell einen Baum umhacken. Ach, die Ausdauer. Okay. Dann mal ganz kurz noch die Ausdauer hoch. So. Wunderbar. Hier noch Blätter, noch ein bisschen Dings mitnehmen. Zwei Baumstämme einstecken. Und ab zu unserem Speicherpunkt. So, einen hier rein. Den legen wir mal kurz beiseite. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Die Stickies in den Speicherpunkt. Und damit haben wir unser kleines Lager fertig. Ah! Na gut. Später. So, wir haben unser kleinen Lagerunterstand fertig. Wunderbar. Ich werde mal ganz kurz mal einmal speichern für uns, dass wir das. Wir nehmen uns Speicherpunkt 5, dass wir uns das gesichert haben. Ja, angekommen, würde ich sagen, ne? Hier bauen wir unser kleines Domizil. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid dann auch in Zukunft bei den nächsten Folgen dabei, die Staffel über. Wir schauen mal, was wir Schönes erleben. Hier ist ein Fehler, die sammeln wir uns noch schnell ein. Wir schauen mal, was wir Schönes erleben. Was wir in der nächsten Folge machen, weiß ich jetzt noch nicht. Das entscheiden wir dann immer spontan. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ihr könnt auch gerne das Video liken, dann sehe ich, dass euch das gefallen hat. Und wir sehen uns doch dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, meine Lieben. Tschüssi.